Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zu Kabarett und Kleinkunst auf Dreisat. Hier im Kleinkunstzelt auf dem Mainzer Lerchenberg darf ich auch heute wieder ein paar Gäste begrüßen, die dem einen oder anderen von Ihnen noch nicht ganz so bekannt sein durften. Und zwar völlig zu Unrecht. Unrecht gut gedeiht nicht, steht in der Bibel. Eine Bemerkung, die in römisch-katholischen Mafiakreisen immer schon für große Heiterkeit gesorgt hat. Aber man muss die Autoren der Bibel etwas in Schutz nehmen. Die kannten einfach nur unorganisiertes Verbrechen. Die Schweiz und Liechtenstein waren noch nicht erfunden. Die Kaiman-Inseln noch nicht entdeckt. Und dass die Menschheit wirklich mal solche Monster hervorbringen würde, wie Hedgefonds, Banken und Energiekonzerne, konnten die allwissenden Autoren der Bibel wirklich nicht vorhersehen. Wir aber alle wissen, Unrecht gut gedeiht besser als alles andere. Und das ist nicht zuletzt ein Verdienst der Massenmedien. Wir alle wissen, eine Demokratie ist ohne Massenmedien nicht herstellbar. Inzwischen sieht es aber so aus, dass mit den Massenmedien, die wir haben, eine Demokratie nicht herstellbar ist. Früher war das so. Hat früher in Hamburg eine Eva oder ein Hermann gerülpst, dann hat das in München niemand weiter gestört. Oder wenn irgendein Unsympath einen Fuchs gelassen hat auf oder in einer Bank, dann ist auch kaum jemand inkommodiert gewesen. Man war ja nicht gezwungen, sich daneben zu setzen und sich das anzurichten. Aber diese Freiheit des Ignorierens hat uns die Diktatur des Boulevards genommen. Jetzt, heute, ist es so, dass eine Zeitung, die so unappetitlich ist, dass man toten Fisch beleidigt und ihn drin einwickelt, von so einem Furz erstmal einen mehrteiligen Vorabdruck bringt. Und die Leute denken, wenn es in der Zeitung steht, muss es wichtig sein. Dabei ist es genau umgekehrt. Es wird erst dadurch wichtig, dass es in der blöden Zeitung steht. Denn dann stürzen sich alle anderen Medien auch darauf. Es entsteht eine riesen Öffentlichkeit und alle Leute haben das Gefühl, es muss sich um einen Kunstfurz handeln. Weil doch alle darüber reden. Der muss natürlich sofort ins Fernsehen zu Beckmann und den anderen Furz-Sachverständigen. So schaffen es. So schaffen es die Medien in schöner Regelmäßigkeit, dass auch der Unausstehlichste unausweichlich wird. Alle müssen Fragen beantworten vor laufender Kamera. Sie müssen Statements abgeben. Menschen, die sich bei so einer Gelegenheit normalerweise einfach nur die Nase zuhalten würden, müssen differenzierte Aussagen über diesen speziellen Furz machen. Da wollen Fragen beantwortet werden wie, hat nicht auch dieser Furz eine Berechtigung? Oder ist er sogar gesund für den Volkskörper? Steckt nicht auch in diesem Furz ein Hauch von Wohlgeruch? Und die wichtigste Frage von allen, muss ein Mensch, der derart unappetitlich furzt, nicht sofort die Partei wechseln? Fragen, die die Welt nur deshalb bewegen, weil kurzsichtige, auf Quote und Auflagen fixierte Geschäftemacher sie uns aufs Auge drücken. Was ist aus dem guten alten Spruch geworden, was kümmert es die stolze Eiche, wenn das Borstenvieh sich daran schuppt? Matthias Belz, der große Matthias Belz, hätte vielleicht gedichtet, ob Muhe ziehen, ob Sarrazin, am besten ist, man hört nicht hin. Unsere vorbildliche Demokratie, aber Entschuldigung, unsere nachbildliche Demokratie, das ist keine stolze Eiche, das ist ein biegsames Schilfrohr, das sich ehrfürchtig vor jedem verneigt, der auch nur ein bisschen Wind zu machen versteht. Entspannen wir uns. Meine Damen und Herren, was ist passiert? Ein vom Leben schwer frustrierter Bundesbanker versucht, die Erinnerung an sein größtes Vorbild Ekel Alfred Tetzlaff aufrechtzuerhalten. Indem er ihm optisch und geistig so nah wie möglich kommt. Kein Wunder, der Mann fühlt natürlich unser Volk bedroht durch die Dummen und Rücksichtslosen. Ist doch klar, der ist Banker, der bewegt sich vornehmlich in Kreisen, die diesen Verdacht nahelegen. Und natürlich ist er studierter Volkswirt.
Das heißt, er ist Fachmann für die Gene von Juden und Basken. Sowas muss die Demokratie aushalten können. Im Mutterland der Demokratie in England haben die im Hyde Park in London einen Speaker's Corner. Da kann jeder auf eine Apfelsinenkiste klettern und seiner Gedankenlosigkeit freien Lauf lassen. Das muss eine multikulturelle Demokratie aushalten können. Wer zwingt uns denn, über jedes Stöckchen und jeden ausgestreckten rechten Arm zu springen, den man uns hinhält? Das möchte ich wirklich mal wissen. Na, wer zwingt uns? Die Massenmedien, natürlich. Denn die Massenmedien, die haben ein Sommerloch zu stopfen. Das ist ihr Problem. Das Sommerloch muss gestopft werden. Und seitdem Jürgen Möllemann sich dem Sommerloch-Stopfdienst auf das Geschickteste entzogen hat und das... und das Ungeheuer von Loch Ness für immer abgetaucht ist, haben die Medien ein Problem. Natürlich, sie suchen händeringend nach einem Satz, nach einem Ersatz, nach einer Gestalt, die beim Publikum genau diese wunderbare Mischung aus Neugier und Abscheu hervorruft, mit der man das Publikum wochenlang beschäftigen kann. Ne? Sonst sind sie da angewiesen auf so blöde Schlagzeilen wie "Hört es nie mehr auf zu regnen?" oder "Wird es jemals wieder regnen?" Solche Schlagzeilen werden im Wechsel schnell langweilig. Deshalb berichten sie auch sehr gerne über Menschen, deren Existenz wir furchtbar gerne vergessen würden. Lothar Matthäus. Eine Lebensform, die ohne Bild-Zeitung gar nicht vorstellbar wäre. Aber wenn Lothar als gelernter Innenarchitekt mal wieder die Wände seiner Gummizelle umdekoriert, ist das immer eine Schlagzeile wert. Und wenn das Sommer noch gar zu groß ist, muss es mit dem größten Thema aller Zeiten gestopft werden, dem Untergang des Abendlandes. Das ist immer gut gelaufen in der Krise. Ja, das Abendland, traditionell ist das Abendland vom Untergang bedroht. Wir wissen es alle. Warum eigentlich? Was hat das arme Abendland getan? Und warum macht sich nie einer Sorgen um das Morgenland? Kann ich Ihnen erklären. Im Morgenland geht die Sonne nicht unter, sondern auf. Morgenstund hat Gold im Mund. Im Abendland, da wohnt der Morgenmuffel. Von einem Morgenfan hat man noch nie was gehört, oder? Gut, es gibt Frühaufsteher, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Waren Sie schon mal in Sachsen-Anhalt? Wenn Sie mit dem Auto nach Sachsen-Anhalt reinfahren, auf der Autobahn stehen große Schilder, da werden Sie begrüßt, da steht drauf: Willkommen in Sachsen-Anhalt im Land der Frühaufsteher. Dann stürzt man, touchiert kurz die Leitplanke und denkt, gehören die jetzt noch zum Abendland? Natürlich. Auch der Frühaufsteher kann ein Morgenmuffel sein. Man muss da nicht mit Begeisterung früh aufstehen. Manche Leute stehen einfach früh auf, weil sie nicht länger schlafen können. Aber wer schreibt schon auf die Schilder an seiner Landesgrenze, willkommen im Land der präsenilen Bettflucht? Wer früher stirbt, ist länger tot. Und der frühe Vogel fängt den Wurm, der den Rest des Tages in allem steckt, das er anfasst. Kein Gutachten ohne Gegengutachten, fragen Sie die Duisburger. Der Volksmund sagt, der frühe Vogel fängt den Wurm, er sagt aber auch, Vögel, die am Morgen singen, holt am Mittag die Katz. Das heißt, je mehr Würmer der frühe Vogel gefangen hat, desto schmackhafter ist das Mittagessen der ausgeschlafenen Katze. Warum aber? Warum? Warum ist das Abendland ständig von dem Untergang bedroht? Ich kann es Ihnen erklären, es liegt daran, dass die Bewohner des Abendlandes sich von allem bedroht fühlen, was sie nicht selber furzen können. Und die Bedrohungen wechseln in bunter Folge. Mal sind die Haare zu lang, mal sind die Röcke zu kurz. Die einen fühlen ihre Kultur in Frage gestellt, wenn junge Menschen ihre Hosen auf Kniekehlenhöhe tragen und ihr Arschgeweih schamlos zur Schau stellen. Andere fühlen sich entsetzlich abgestoßen, wenn junge Frauen ihre Reize unter Kopftüchern verstecken. Die Hüte des Abendlandes sind sehr leicht auf jene Palme zu bringen, die sich nur im Morgenland verbreitet. Es ist ein altes Problem. Das ist das Problem des Abendlandes. Im Abendland geht die Sonne unter. Da steht sie so tief, dass auch die geistigen Zwerge riesige Schatten werfen, mit denen Dunkelmänner prima Geschäfte machen können, meine Damen und Herren.